die U19 der Borussen ist in der A-Junioren-Bundesliga ganz unten angekommen. Nach der 0-2-Niederlage beim bisherigen Tabellenletzten Fortuna Köln haben die Gladbacher die rote Laterne übernommen. Zu allem Überfluss verloren die Borussen auch noch Louis Hiepen, der in der 74. Minute mit einer gelb-roten Karte vom Platz flog. Die Enttäuschung über diese Niederlage ist riesig, sagte VfL-Trainer Thomas Flath. Es sind uns viele Fehler unterlaufen, die nicht passieren dürfen. Auch wenn die Gäste das aktivere Team waren, ihrer Verunsicherung merkte man den Borussen deutlich an. Technische Fehler und unpräzise Pässe prägten das Spiel. Und dann gingen die Kölner Fortunen, die bis dahin auch nicht viel zustande gebracht hatten, mit 10 in Führung. Hiepen hatte im Strafraum ein Foulspiel begangen, den fälligen Elfmeter verwandelte Hasan Akçakaya 33. Spielminute. Die Verunsicherung wuchs bei den Gladbachern danach, vorne agierten sie zu hektisch. Nach dem Seitenwechsel drängte der VfL auf den Ausgleich. Die dicksten Chancen vergaben Rogerein Tjawatata und Alper Arslan. 2 Minuten vor dem Abpfiff traf dann erneut Akçakaya zum entscheidenden 20. Besser machte es die U17 der Borussen in der B-Junioren-Bundesliga. Im Rhein-Derby beim 1. FC Köln gab es einen 32-Erfolg. Mohamed El-Bakali traf in der Schlussminute zum umjubelten Siegtreffer. Aufgrund des Zeitpunkts des Treffers war der Sieg vielleicht etwas glücklich, aber ganz sicher nicht unverdient, sagte Borussias Trainer Hagen Schmidt. Schon in der 7. Minute markierte Konanos, nach klugem Zuspiel von Nils Friebe, das 10. aber die Gastgeber drehten das Spiel und gingen mit 21 in Führung. 52. Doch Rein Adigo traf 5 Minuten später aus spitzem Winkel zum 22. Die U19 des 1. FC Mönchengladbach bleibt in der A-Junioren-Niederrheinliga obendran. Beim Spitzenreiter VfR Fiskeln erkämpften sich die Westender ein 22. Schon in der 2. Minute traf der Gladbacher Berkan Gürsoy ins Tor, allerdings ins eigene. Jan-Henry Dophoven und Berkay Basri Özöz trafen binnen 2 Minuten zur 21-Führung 7. und 9. Noch vor der Halbzeitpause fiel dann aber der Ausgleich. Dabei blieb es. Borussia U19 Langhoff, Boja 58. Tjawatata, Bayer, Hiepen, Kempkens, Brandes, Sabani, Holtschoppen, Arslan, Nombaxi, Abu Alpha 73. und Alec. Borussia U7 Olschowski, Siaga, Bongard, Korsten, Avo, Friebe 51. Exalita Bakali, Karkmak, Kurt 56. Romano, Pfalz, Noss, Adigo 80+2 Usaal Quelle RP.